Jones. Wieder aus dem Dribbling heraus. Und Brown behauptet den Ball. Barnett für drei. Brett. Und Lamont Jones küsst da seinen Oberarm. Darf er, hat er schick gemacht. Aber auch das schön. Von Bjarne Krauser durchgesteckt auf Barnett. Und wenn sie es. Krauser weit draußen, der Dreier. Fällt auch mit Brett nicht, aber dann Barnett mit dem Offensiv-Rebound. Aber das tut sie ja. Um den Gedanken zu Ende zu bringen und Gießen wieder scoret, dass er dann vielleicht doch eine Auszeit nimmt. Das muss er aber jetzt zunächst mal nicht. Ryan, guter Pass auf Barnett. Hat aber dann letztendlich am Ende der Nahrungskette mit Polas Bartolo keinen wirklichen Wert. Barnett. Das Doppeln des Pick and Rolls hat Gießen jetzt zwei Bonner Fehlwürfe und einen Stil gebracht. Barnett. Wow. Ansatzlos. So, jetzt sind die 100 voll. Das am Karneval Samstag. Auf dem Feld sind die 100 voll, ich weiß nicht, wie viele es auf den Rängen sind. Krauser, der wäre fast gefallen und Barnett, der gegen Taibi. Sind offensiv heute doch sehr abhängig von Kedin Carrington, die Ludwigsburger. Klar, Spieler wie Brase haben einen guten Beitrag geleistet, aber die können nicht in die Rollen eines Markus Knight schlüpfen oder auch Wimbush. Kurz. Wir sind in der Schlussminute. Jetzt kann sich Gießen eigentlich nur noch selbst ein Bein stellen. Das machen sie aber nicht. Stattdessen bringt ja am Ende Leisner nochmal. Auch das Publikum, was zuletzt nicht besonders glücklich war angesichts der Leistung, ist versöhnt. Brent Thomas mit dem Dreierversuch ganz weit. Das Ziel verfehlt, aber Tidy erkämpft sich den Ball in dieser Partie. Foul beim Rebound gegen Bonn. Und zwei sichere Punkte von Saibu, der mir gut gefällt, hat ja auch ein gutes Spiel gemacht in der Champions League. Mit 22 Punkten da gegen den ungarischen Meister. Oh, bei Nets, Corner 3. An alter Wirkungsstätte, Yoshiko Saibu. War das jetzt so ein bisschen der Knotenlöser für Saibu? Das war auf jeden Fall der erste erfolgreiche Dreier für die Rheinwerke in dieser Partie. So. Die letzten 5 Minuten brechen an. Und der war wichtig. Der war so wichtig. Frankfurt ist einfach galliger und ihn mit der einschlagen, Heinz. Nee. Aber auch das sind gute, wichtige Punkte. ...24:13 für die... Ryan gegen Kratzer. Starker Block von Leon Kratzer. Es ist noch machbar für Ingo Freier und seine Jungs, aber sie müssen auch mal offensiv einen Output hinlegen. Foul an Kratzer. Aber es spricht dafür, dass Tess Robertson. Der sah sauber aus. Wallace Kowski mit dem schnellen Dreier aus dem Einwurf. Wow, war der wichtig für Frankfurt. Travis City 9.
die Anspielstation. War nett. Kalt von der Bank. Brown. Kann er eigentlich selbst finishen und dann kommt Barnett. Hey. Krauser und Danic jetzt die beiden gießen Eigengewächse bei den 46ers. Barnett mit dem Versuch. Barnett. Der Ball läuft gut bei Fechter in der Offense. Meyers. Ah, dritter Dreier von Shaw bei John Bryant. Trevor Meyers gegen Josh Young. Schön gestellt auf Barnett. Ja, da muss man auch mal brüllen können. Das Turnover der Würzburger. Schönes Anspiel, Brian.